Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Turniergeschichte. Und zwar ist das wieder ein finales Spiel aus dem Turnier gewesen. Dezem 2, also sein Smurf-Account offensichtlich. Das ist ja der letzte, der letzten 6-0 oder 7-0 gespielt hatte. Klar, Smurf, alle Top-Spieler smurfen, habe ich das Gefühl. Da gibt es, glaube ich, nur wenige Ausnahmen. Ich finde das ultra traurig, aber ist halt so. Müsst ihr akzeptieren, leider. Muss der Entwickler mal was gegen machen. Hat er zwar jetzt leicht versucht, müsste aber viel härter sein. Also irgendwie sowas, dass man keine Ahnung, meinetwegen 100 Spiele bräuchte, alle 10 Tage, damit man halt in der Ladder bleibt oder so. Das wird das Murfen ein bisschen einschränken zumindest, aber die fucken sich jetzt schon über 10 Spiele ab, die meisten in der Community. Von daher werden die Smurfs nie weggehen. So, auf jeden Fall ist das ein Finalspiel, jetzt gucken wir mal, was die Jungs anstellen. Oben haben wir Marksman, klar, sieht man ja, und unten haben wir Luft. Möchte ein bisschen Gas geben. Mit einer Wespe, okay. Hat er auf den zweiten Rekrutierungsslot verzichtet. Muss man sagen, hat halt in sich, ne, also der Rekrutierungsslot hat ja einen Wert von 50, könnte man sagen. Und da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man es auch machen möchte. Hauptsächlich halt, um die Runde zu gewinnen dann. Und ich denke, der möchte eine Anschubsfinanzierung haben, also im Level für die Taranteln und die Wespe, um damit nonstop Druck zu machen. Es gibt Einheiten, die profitieren sehr stark von diesem Anfangslevel. Und da gibt es Einheiten, das ist relativ egal. Also klar, ist auch schon mit der Arcade auf Level, weil er richtig viele Lebenspunkte dann kriegt. Satelliten immun wird, was nicht alles. Aber wenn er in der ersten Runde die Wespe auflevelt, vor allem levelt die ja sehr gut auf, wenn die gegen den Marksman ne, Kill macht. Oder die Tarantel, das kann schon sehr nice sein. Aber gerade die Wespe wird jetzt hier eventuell sehr dominant. Kann auch jumpen, wenn sie möchte. Obwohl wir, glaube ich, bisher alle Spiele mit coolen Wespenjumps verloren waren am Schluss, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mal sehen. Missile Strike. Hat er sich jetzt im Norden nicht gegönnt. Hat jetzt nicht geglaubt, dass die Wespe da noch steht nächste Runde, vermute ich. Eigene Wespe. Im Doppelpack, okay. Ja, hat mit der Flanke quasi schon gerechnet. Also da geht es darum, er will diese Wespenjumps damit unterbinden. Ne? Hat damit gerechnet, weil er hat ja weder einen Luftschlag gesetzt, noch hat er sehr viel umgesetzt. Ne? Also er hat auf jeden Fall damit gerechnet, weil er Luftschlag nicht gesetzt hat und die Flanken gedeckt hat. Dass das so ein Spiel über Wespe wird. Und hat auch nicht falsch geraten. Nur die war die Wespe halt immer noch da, wo sie eben auch war. Grob gesprochen. Könnte jetzt mit seinen Wespen Luftabwehr nächste Runde ausgeben. Bei ihm kostet das halt ne, 200 extra, was ein gigantisches Problem ist. Wir können die Wespe auch einfach verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass er so eine Spielerei machen würde, mit der ersten Runde die kaufen und rumjumpen und so weiter, wenn er nicht einen Plan hätte, die nonstop zu benutzen. Also, er hat jetzt auch Level 3, wie man sieht, nächste Runde. Der macht da sicher noch einiges mit. Nichtsdestotrotz, also der Sem kann einfach hingehen und jetzt ne, Luftabwehr-Wespe ausgeben. Das könnte schon ausreichen. Naja, ist klar, ne? Ist ja ein Wespenspiel auf beiden Seiten. Er macht natürlich jetzt beide die Viecher. Bräuchte eigentlich Reichweite dann bei der Wespe, aber es kostet ja so viel. Ja, von der anderen Seite fliegt kein Jumper und da braucht er die Flanken so jetzt gar nicht unbedingt decken. Klar, ist immer nice, wenn man die hat, weil, ne? Man kann ja auch eine Wespe kaufen, aber jetzt auch manchmal ein bisschen übertrieben. Also, wenn er da steht, wird er immer noch runterlaufen. So kommt er sehr spät zur Party. Hier nehmen wir den Versuch, den einen Marksman rauszunehmen, den Arclight. Marksman übrigens verkauft. Die würden halt, der würde nur die Wespe aufleveln oder ähnliches. Ja, da wo die Wespe hinstellt, gewinnt er die Seite, ne? Also, weil zum Beispiel der Arclight dann weg ist oder sowas. Weil er früher das Headquarter kriegt, weil er Feuersupport gibt für Kleinvieh. Also die Wespe ist auf jeden Fall der absolut dominante Faktor in dieser Runde derzeit. Aber da sind jetzt überall die Fangs auf der Map, Wespen sind auf der Map, also früher oder später hört das auf, witzig zu sein.
Ich bin immer noch der Meinung, er hätte Luftabwehr für die Wespe vergeben können. Ist ihm vielleicht zu defensiv. Und wenn er Luftabwehr für seine zwei Wespen vergibt und die Wespe verkauft wird, hat er halt eine Luftabwehr-Wespe. Ja, also. Und er will vielleicht ein anderes Upgrade dann. Level 3 jetzt, also Ultra Tanky. Und da kommt der Vulcan. Interessante Wahl, weil er ja schon drei Arclights hatte. Er will wahrscheinlich damit die Adelrie, dass sie ein bisschen schneller hier auf die anderen Sachen irgendwie geht. Wobei der hat schon Level 2. Von daher hat er gesagt, nee, da holt jetzt keinen Arclight dazu. Auch zu viele Schüsse. So, neuer Angriffswinkel. Jede Runde ein anderer. Will wieder mit der Wespe die Entscheidung bringen. Ja, also die Wespen im Norden, die sind noch nicht ganz so effektiv. Aber er hätte die Luftabwehr vergeben, also er hätte jetzt doch die Schnauze voll davon. Nur ist er halt perfekt an der Wespe vorbeigegangen, hat wieder das Headquarter. Also ganz wunderbares Wespen-Gameplay. Überall eine Lücke. Also eventuell wäre es ja eine Lösung, dass man Satelliten ums Headquarter aufstellt. Das sieht man ja manchmal auch. Weil er weiß ja inzwischen, glaube ich, schon, dass die Wespe immer wieder zum Headquarter vorstoßen möchte. Die große Gefahr bei dieser Wespenaktion ist immer die gleiche. Die Erfahrung geht alle auf diese eine Einheit und irgendwann gibt es keine Lücken mehr, wo sie durchschlagen kann. Ja? Und dann ist die Erfahrung, was halt der Rest der Armee hätte gut kommen können, in der Wespe drin gewesen. Plus, da ist eine Menge Value drin, Aufleveln, Fähigkeiten, Item vielleicht, Beacon, ne? Die auch nochmal ein Stück extra problematisch ist. War überrascht zu sehen, dass er jetzt Dings macht, aber er wollte den Javelin haben, weil er war ja dieses Item, dass sie schneller wird, die Wespe. Das wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, bloß ein bisschen mehr Schaden. Er spielt im Moment dieses aktuelle Meta gefühlt. Der Vulcan mit der dicken Kanone. Das hat in diesem letzten Patch passiert, wo der Vulcan sich im Prinzip ein Stück schneller dreht, glaube ich. Das war die Hauptquintessenz gewesen. Ich habe die früher immer sehr gerne gespielt, die Kanone, auch vor dem Patch. Aber jetzt ist sie auf jeden Fall stark im Meta. Genau, wieder alles cleared und die Wespe kommt wieder durch, ist wieder am Durchbrechen. Und der Gegner hat drei Wespen mit Flugabwehr und keine einzige schafft, sie aufzuhalten. So, nochmal ganz kurz: Kann er nicht einen Satelliten einfach dahinstellen ums Headquarter? Also, der ist ja jetzt viermal durchgebrochen mit der Wespe, oder? Also, klar, das ist ärgerlich, wenn da mal so ein Crawler durchgeht und dann, ne, Satellit umsonst weg ist. Aber irgendwie kriegt das ja nichts am Laufen mit dem Anti-Wespen-Zeug. Bei drei Wespen in Luft, da wäre ich schon gedacht, dass er die irgendwann bekommt. Aber offensichtlich nicht, ne? Ja, sind die wahrscheinlich schon zu tanky, die Viecher. Also die Wespe macht ihn komplett fertig, ne? Und das ist ein absoluter Topspieler zur Erinnerung. Radar. Ja, also er hat sich jetzt nicht für den Typhoon entschieden, das hätten vielleicht viele im unteren MR-Bereich gemacht, nach dem Frust mit der Wespe. Also er will schon. Jetzt hat sich übrigens Satelliten, wenn ich eben gesprochen habe. Endlich! Links, rechts. Ja, die Schnauze jetzt voll. Das kommt euch bei der Regenwurm, der kann diese Dinger rausnehmen. Ah, die dicke Kanone gegen den Wurm, da schießt man sie aber dumm dusselig, glaube ich. Mal gucken. Jetzt mal gerade durch, okay. Ja, aber der Crawler, der müsste ganz schnell flambiert werden und dann geht die Wespe diesmal in den Satellit wahrscheinlich, oder? Nicht bevor sie den nicht getötet hat. Bombe! Und das war die Wespe. Und war das so schwer? Hätte man das nicht 5 Runden früher machen können? Naja, vielleicht drei. Ja, Wespe ist weg, jetzt bricht er durch. Gewinnt auch mal eine Runde. Hast du gerade den Vulcan getötet? Krass. Naja, ich meine, der hat halt einen hohen Level und, ne? Das da.
Also der macht tatsächlich 120.000 Schaden. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so viel Schaden machen. Also klar, Level 3 und so, aber trotzdem. 120.000 Schaden. Ich hätte es nicht erwartet. Der hat 40.000, da wäre schon eher mit klar gekommen. Aber wenn der nonstop schießt, ne? Ich habe die Luftabwehrwespen auch mal gelevelt ein bisschen. Level 3. Hier wahrscheinlich auch hier Level 2. Also, und jetzt werden wir vielleicht das sehen, was ich eben prophezeit habe, dass die Wespe im Süden mehr ihren Wert verliert. Aber eben eine Menge Wert in ihr drin ist, ne? Das muss man überraschen. Der Norden hat einfach nur sein Board aufgebaut. Er hat sich jetzt hier Desemp nichts geben lassen. Obwohl er letztes Mal mit der Satellit den getötet hat, die Wespe. Also stellt er jetzt noch einen hin. Und hier oben gibt es auch schon eine Party. All-in-Taranteln. Aber über Damage Range. Sehr ungewöhnlich, aber er hat die ja wirklich, ne? Also. Bin gespannt, ob er gleich sogar Rage statt den Spidern ausgibt. Nee. Da geht es wahrscheinlich ein bisschen um die Ablenkung. Wo ist unsere Lieblingswespe hin? Hat er verkauft, ne? Hat er jetzt genug davon, also sagt, es gibt keine Möglichkeit mehr, die zu benutzen. Aber die hat halt unendlich viel XP angesaugt, ne? Und den Beacon hat er, glaube ich, auch nicht verwendet, den er dafür gekauft hat. Bam, Half-Life, nice. Er hätte sich auch dessen die finden, hin und her laufen lassen können. Aber das wollte er wohl anscheinend nicht. Jetzt muss er den Fängs die gegnerischen Wespen abholen. Kills für den Typhoon in einer Runde, okay. Wohl letzte Runde hat er auch schon was gemacht. Aber nur für 4000 Schaden. Wespe. Ob die sich jetzt stapeln, die Dinger? Schießt die jetzt leider alle ab. Wenn die sich gleich da unten hinstellen und die Spiders kommen, dann platzen die auch, oder? Na gut, passiert nicht. Das wäre zu witzig geworden. Okay. Extended Vulcan Range ist natürlich der Hauptgewinn, ne? Ja. Die fehlt ihm jetzt, die Wespe. Ich unterstelle mal, dass der Verkaufsknopf jetzt auch nur für die Wespe benutzt wurde, oder? Ich habe nicht gesehen, dass er irgendwas anderes verkauft hatte. Also Beacon, Verkaufsknopf, Fähigkeit ausgeben, XP sammeln. Diese fünf Sachen sind in dem Kostenpot drin für die Wespenaktion der ersten paar Runden. Ich meine, dafür natürlich auch Desem jede Menge Leben weggemacht. Aber entscheidend ist ja nur das Late Game. Ja, Hacker, Klassiker gegen die Dinger. Kleinvieh röstet er ja mit seinen drei Flammenwerfern. Nicht sicher, wo man die Reichweite ausgegeben hat. Holt sich Typhoon erstmal da oben. Very nice. Hat ihn auf Level 2 geholt, damit das funktioniert. Aber er hat halt wirklich einen ganzen Typhoon erobert, ne? Also, der eine Hacker hat sich quasi schon bezahlt gemacht. Ja, und jetzt kommen die Taranteln weg. Also, viele Leute haben viel zu viel Angst davor, einen Hacker zu spielen. Aber in diesem neuen Taranteln-Meta ist das, glaube ich, eine sehr gute Einheit. Ich habe schon sehr viele Spiele gesehen, wo das einwandfrei funktioniert hat. In dem Fall allerdings klappt es nicht. Er hätte halt minimal länger Tankzeit gebraucht und dann wäre das Spiel verloren. Also er hat sehr gut ausgesehen, aber da hat irgendwas gefehlt, um das zu tanken. Ja, so offensichtlich hat ihm das Early Game mit der Wespe dann doch nicht geschadet, ne? Auch wenn sie jetzt am Schluss verkaufen musste. Und die Dinger hier haben dann langsam Level aufgebaut. Sneaky und geheim. Wir haben dann alles aufgeräumt. Und die Idee, dass man die Spinnen damit kontert, ist, glaube ich, jetzt zu den Akten gelegt, oder? Wäre mein Verdacht. Aber er hat sich echt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, dass jetzt irgendwann zugeblockt war, alles. Ja, witzige Sache.
So, nächste Runde ist ein Mini-Europa-Turnier-Finale. Karl Franz gegen Timeskipper. Kenne die jetzt beide persönlich nicht, aber wenn die im Finale sind von so einem Turnier, selbst wenn es so ein Mini-Turnier ist, sind das, ne, Advanced auch wohlgemerkt, sind das schon unter den Top-Spielern. Sehr ungewöhnliche Starthand, hätte ich gesagt. Aber verkauft auch direkt. Hä? Nee, Moment. Im Süden. Hat ein Arclight verkauft. Das fühlt sich ein bisschen so an, als ob er Richtung Vulken gehen möchte. Ja, soweit normaler Start, ne? Hat er schön außen aufgestellt, die haben direkt alles getötet, die Arclights, mit dem Artillery-Support. Also verkauft er jetzt noch einen Arclight und holt dann gleich den Vulken? Das wäre so die Frage. Also er hat ja in der ersten Runde nicht mehr Geld dadurch, dass er einen Arclight verkaufte. Der Knopf kostet ja auch 100. Halt Giant. Ich glaube, das geht auf jeden Fall in den Wolken. Genau, da ist er. Und hat halt den Vorteil, dass er in der ersten Runde Anti-Small hatte und in der zweiten Runde die zweite Seite auch Anti-Small hat, sonst haben wir den nur auf einer Seite stehen. Und da kommt die Wespe, der hat damit gerechnet. Ob das jetzt eine besonders geile Wespe da war, weiß ich noch nicht. Ja, also es wird jetzt so ein Standard-Vulken-Spiel. Was macht man denn am besten dagegen, ne? Gegen den Vulken? Das ist die große Frage. Also Luftwaffe war, glaube ich, schon eine gute Idee jetzt hier gewesen. Auch wenn die Wespe da ein bisschen spannend stand. Also ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, hätte die hier gestanden, hätte sie zumindest den getötet. Das kann er so umstellen. Also der Nutzen der Mustangs, ja, 3000 Schaden seit Spielbeginn, 4000 Schaden. Das ist halt der absolute Klassiker, ne? Mustang, danke fürs Mitmachen. Die sind so scheiße im Early Game. Doppelschild, hat damit gerechnet, dass die Wespe von irgendeiner Seite küt. Also das hat er sehr gut verteidigt, ne? Und dann können die Fangs unterm Schild die Wespe wegräumen. Also dieses Wespen-Gameplay scheint ja sehr populär zu sein. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mehrere Top-Spieler gesehen, die das spielen. Eine Wespe und dann Go-Go von allen Seiten. Und das mit dem Schild und dem Fang darunter ist, glaube ich, die stärkste Verteidigung dagegen. Man kann den Satellit auch setzen, wir haben es eben auch erfolgreich einmal gesehen, aber da kann auch ein Crawler oder sowas reinlaufen. Auch wenn das gegen den Vulken ein bisschen schwieriger ist. Okay. Ja, die Logik da unten ist wahrscheinlich, die machen, ne, Schaff weg und die machen den Rest weg. Und die machen die Wespe weg. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, da hätte man auch einfach nochmal Fangs spielen können. Die hätten die Marksman und das da unten ja gekontert gleichzeitig. Dann konnte man ja warten, dass sowas kühlt. Also die Wespenparanoia mit dem Mustang fand ich jetzt übertrieben. Fangs und dann Reichweite, oder? Dann hätten die das auch erledigt. Und dann hätte halt die Modelltanks noch gehabt. Also die Chaff. Also ich sehe da schon ein Chaff-Problem, ne? Auf der Nordseite. Wer räumt denn das Kleinvieh weg? Die Mustangs ohne Reichweite? Ja, wahrscheinlich gleich die dicke Kanone ausgeben. Ich kann die Melting Points besser holen.
Jeder schießt mal ein bisschen drauf. Ja, jetzt lockt er langsam ein. Stellt ein Level 2, ne? Das geht mit der normalen Kanone nicht so gut. Gleich ein K.O.-Sieg, Fragezeichen. Naja, also wenn er den auflevelt, dann gibt er jetzt auch den genau aus. Er scheint wirklich absolut das Meta zu bestimmen bei den Turnieren derzeit, die Wulkengeschichte. Gönnt sich auch ein. Aus meiner Sicht hätte er da oben schon lange, genau, die Musterangst verkaufen sollen, schon lange. Er hat es jetzt gemacht, besser spät als nie, aber der letzte Runde schon locker verkaufen können. Das hat sich abgezeichnet, dass die völliger garbage sind. Oder er geht für die Reichweite aus, damit sie halt die Dinger wegräumen. Das macht er jetzt aber damit, ne? Mit der dicken Flammenkanone. Gegen den Steeball wahrscheinlich. Flammenstoß. Wird aber schon geröstet nebenbei. Ja, ist trotzdem durch, ne? Also hat er solide seinen Schaden gemacht. 70.000 Schaden, verstehe. Ich bin mal gespannt, ob sie den Vulken wieder zurück nerfen wollen. Also er hat ja auch irgendwie 5 Nerfs bekommen vor dem letzten Patch und dann den ersten Buff wieder, ne? Ist ein bisschen schwierig mit dem Vulken. Der scheint irgendwie nie einen guten Spot zu haben. Manchmal zu stark, manchmal zu schwach. Kompliziert. Obwohl in meinem Meta passiert ja kaum der Vulken. Ich sehe den fast nie. Ja, K.O.-Sieg, ne? Also Karl Franz hat einfach absolviert, okay. Mit dem Vulken halt. Die Wespe hat halt nicht funktioniert, würde ich unterstellen. Ne? Dieses Jumpen der Wespe, das hat halt überhaupt nicht geklappt hier. Und dann war das dann total dominant hier vorne mit dem Flammenwerfer. Ja, was hätte er machen können im Norden? Also wie gesagt, erstmal nicht mit Mustang starten, das ist immer die Grundregel. Das ist völliger, also mir klappt die nicht, und ich sehe das auch nirgendwo klappen. Früher verkaufen, das kam viel zu spät beim Verkaufen. Ja, und das mit der Wespe, I don't know. Also wir haben es ja eben gesehen, dass es brutal funktionieren kann, ne? Aber das muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen üben. Ja, ich denke, die Melting Points waren auch ein bisschen zu teuer gewesen, ne? Also 2 Melting Points mit Reichweite, um Dinger zu kontern. Also wenn ich mir das da angucke, sage ich, hätte man da jetzt Artillerie hingestellt, ne? Für einen halben Preis, hätten die doppelt so viel gemacht. Ja, so auf den ersten Blick wäre so mein Verdacht. Wir können ja mal eine Runde mitmachen. Wer ist denn das da oben? Karl Franz. Genau. Das geht natürlich auch, sehe ich gerade. Aber ich würde Adlerie jetzt einfach machen, um das Kleinvieh zu holen. Ja, wobei ich wollte eigentlich eine Runde früher haben, um das Geld zu haben. sonst verhökern wir den jetzt einfach, den Kamerad. Also jetzt eine Runde früher gemacht mit der Artillerie. Das passt nicht. Ja, das habe ich jetzt scheiße aufgestellt. Wie gesagt, ich will es auch eine Runde früher eigentlich haben. Der ist ja ein relativ schneller Kamerad da, ne? Keine Ahnung. Ja, also ich hätte eigentlich die Runde früher haben wollen, weil diese Melting Points, die wollte ich halt weg haben, ne? Und die haben jetzt schon das Reichweiten-Upgrade umsonst bekommen. Also eine Runde früher wäre das auf jeden Fall besser gewesen. Der Lid war scheiße bestellt, der sollte eigentlich da rein donnern. Einfach mal so eine Runde reingeht. Ja, also hätte ich eine Runde früher gemacht, hätte ich diese Runde Geld gehabt für ein Upgrade, ne? Irgendwas, Feuerrate, Reichweite oder so. Und so werden jetzt alle flambiert. Also man müsste es Runde, was war das, 5, Runde 4 müsste es manchmal versucht haben.
Wie gesagt, wir haben zwei Melting Points, die nicht funktionieren. Wir haben zwei Mustangs, die nicht klappen. Ne? Und wir haben einen Reichweiten-Upgrade auf den Melting Point. Wenn ich das alles in die Artillerie pumpe, dann glaube ich, dass die es hätten schaffen können. So, das war es gewesen auf jeden Fall. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.